Agroboy. Hallo, ich habe ja mir vorgenommen, dass ich jetzt jede Woche einmal so ein Follow Me Around, ja, filme, hochlade, wie auch immer. Und ja, es ist warm, es sind 26 Grad. Und also es ist jetzt, ich finde, es ist immer nicht so erdrückend warm, es ist auszuhalten, ausnahmsweise mal. Und ja, wir, Alessandro und ich, gehen jetzt kurz bei mir hier zum Rewe und holen 3 Ü-Eier, und zwar für meine Nichte und meine beiden Neffen, weil wir uns dann mit meiner mittleren Schwester treffen und wir fahren dann zu der größten von uns, genau, und verbringen den Tag dort mit den Kindern, also alle zusammen. Und ja, ich nehme das Schlimme so ein bisschen mit. Und ja, die Sonne ist schon sehr ekelhaft. Ich habe extrem Hunger, ich habe nichts gefrühstückt, nichts gegessen, gar nichts. Und es ist jetzt schon 2 Uhr fast. Ja, 2 Uhr. Also 14 Uhr. Und ja, ich gucke, dass ich mir hier noch irgendwas hole. Wenn mir hier so ein Dönerladen, da hole ich mir vielleicht eine Pommes oder so. Irgendwas, weil ich halte es sonst nicht aus. Ich habe echt nichts gegessen. Und ja, ist hier heute ein bisschen mitgenommen aus. Ja, ich melde mich dann nachher nochmal. Ihr werdet es dann ja sehen. Wir sind jetzt gerade an der Bushaltestelle und wir essen Falafel. Also Alessandro isst. Ich habe schon 2 gegessen und das sind Alessandros 2, beziehungsweise er hat schon eine gegessen, also er isst 3. Und ja, wir warten jetzt auf meine Schwester und dann fahren wir zu meiner anderen Schwester zusammen und der will hier die ganze Zeit Trinkplan. Und ich habe gestern eine neue Trinkflasche geholt, so eine diesmal, und wir hatten die schon mal, also so eine von Nook, aber, und da wollte er nicht draus trinken und aus der trinkt er ganz gerne, wobei er trotzdem diese Henkel nicht benutzt, aber also selten nimmt er, also fest er hier an, aber gut. Ja, jetzt warten wir auf meine Schwester, die kommt in, also in 8 Minuten müsste ihre Bahn dann hier sein und dann steigen wir in die Bahn ein und fahren dann weiter. Suchst du deinen Cousin? Wo steht dein Cousin? Da steht dein Cousin. Mino, bleib mal hier! So, noch mal. Umdrehen! Hallo, du bist auf die andere Seite! Aber die da unten, die letzte Zeit, die haben sich fast angezogen. Können wir eine Runde Kreisel? Was für ein Kreisel? Da! Nee, aber nicht da oben, der hat doch keinen. Schokolade und Äpfel hast du auch. Guck, du hast 2. Komm her, Jacko. Eine Spinne. Ich kenne ihn ja nur, wie ein Baby war, gell? Wie er hierher kam das erste Mal. Und jetzt schon wieder so groß. Amore! Hast du tot gemacht, ja? Raffi. Warum mit du? Sind die jetzt drinnen? Reingegangen? Die sollen aber wieder rauskommen, geh mal hin. Mein Schlüssel ist vergessen. Wo ist denn der Holger? Weg, wahrscheinlich Kühlschrank holen. Holt ihr den jetzt raus? Ja, wie? 100 Euro. Wie? Also nochmal extra? Wir holen heute, wir waren gestern da, haben geguckt, haben bezahlt. Mhm. Und jetzt holt er, und den darfst du doch im Liegen transportieren. Was der wieder vom Scheiß erzählt. Ja, weil habe ich es gestern auch Dennis gesagt? 12 Stunden nur stehen dann, wenn, er, wenn die den jetzt bringen. Ja. Ganz langsam. Ja, also, ja, was, ja? Ja, also, die Larissa hat das und das und das gemacht.
Und der hat jetzt das Mädchen auch so am Arm gepackt und hat ihr gezogen. Der geht bestimmt jetzt zu der Mutter. Kann ich mal kurz mit ihm reden? Ja, das ist Kopfsache, oder? So wie alles andere. Auf! No, du weißt doch, wie der ist. So. Ja, wir waren gerade essen, das haben wir spontan entschieden, weil wir, als wir in der Bahn waren, uns eingefallen ist, dass meine Mama bei meiner Tante ist und die wohnt ja bei mir ums Eck. Und meine Mama, meine Tante und der Freund meiner Tante waren essen hier bei uns in der Nähe. Und da haben wir gesagt, ja okay, dann gehen wir auch hin und essen mit, das so, dass wir alle zusammen essen. Und ja, ich habe jetzt nicht so viel gefilmt im Restaurant, weil wir einfach nur gegessen haben, Mensch zu sein und ein bisschen gebabbelt haben. Deswegen nimmt es mir nicht übel. Und jetzt geht's auch nach Hause, ich sehe total zerstört aus, total kaputt. Ja, ja, zu Hause wird jetzt auch nicht viel passieren, es ist jetzt schon 21 Uhr und Alessandro hat jetzt eigentlich auch, also hat geschlafen, als wir im Restaurant angekommen sind und ist dann dort aufgewacht. Hat normalerweise jetzt durchgeschlafen, aber war dann schon ziemlich laut dort. Deswegen ist er jetzt wach geworden, aber zu Hause lege ich ihn direkt ins Bett und dann kann ich mich auch eine Runde ausruhen. Und ja, war schon ganz gechillt, aber ja, bin trotzdem kaputt. Und jetzt geht es nach Hause. Kleinen ins Bett. Ich lege mich dann erstmal auf die Couch und ruhe mich aus. Warte auf den Dennis. Der hat nämlich erst um 23 Uhr Feierabend. Und dann geht es für mich auch ins Bett. Ja. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal. Ich denke, ich fühle mich nicht mehr zu Hause. Und ja, hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Dass euch mein Tag gefallen hat. Ja. Und ja, ich höre jetzt auf sinnlos rumzubabbeln und sage tschüss, bis zum nächsten Video.